Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hier wieder bei Roblox 712. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefällt. Und ihr habt euch so unbedingt gewünscht, dass wir mal in einem Restaurant arbeiten. Und zwar werden wir die jetzt mal hier anklicken. Und hier das Essen rausholen. Ich werde mal dem hier ein bisschen helfen. So, hingehen und das Essen hier mal reinmachen. Dann hole ich wieder ein neues Essen ab. Das legen wir dann auch hier rein. Jetzt sind die beiden erstmal voll. Und jetzt müssen wir mal kurz warten. Wir können jetzt hier nochmal eins nehmen. Ey, der hat uns das schon geklaut. Naja. So Leute, wie ihr seht, wir sind jetzt hier schon ganz weit. Ich habe jetzt schon in der Zeit, wo ich euch mal kurz Stopp gemacht habe, habe ich hier schon mal einen Keller geholt. Hier sieht ja alles normal aus, bloß dass da ein bisschen mehr ist. Und hier habe ich noch zwei Tische gemacht und noch vier Stühle hin. Und ja, gleich kann ich wieder was kaufen, weil ihr seht ja hier unten, dass ich 1211 Euro habe. Und da werde ich mir nämlich, falls jetzt manche fragen, was willst du dir da kaufen? Ich will mir dann hier noch welche kaufen, weil es ist halt sehr schwer. Man sieht schon, wie viele Sachen sich da sammeln. Und es passt alles gar nicht rein. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein paar von diesen Dingern gekauft habe. So Leute, es geht jetzt weiter. Also wie gesagt, ich habe ja einen Kellner und einer, der hier die ganze Zeit rumläuft. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal diese Person hier anklicken und irgendwie spinne ich gerade voll. Ich laufe irgendwie voll komisch gerade. Keine Ahnung warum, aber ignorieren wir das einfach mal und helfen hier mal ein bisschen mit. Sonst kommt man hier nicht hinterher. Und auf jeden Fall haben wir schon mal 2348 Euro. Und das ist schon mal gut, denn dann können wir uns wieder was Neues kaufen. Ich glaube, ich hole mir mal kurz ein paar Stühle wieder. Dann können nämlich ein paar mehr Leute reinkommen. Und so mehr Geld kriegen wir. Wir können auch noch nach anderen Sachen schauen. Aber als erstes werden wir jetzt erstmal zu den Stühlen hier hinten gehen. Und dann weiß ich schon, was wir uns holen. Und zwar hier so eine Küche. So halt, ja. Hole ich mir einen Tisch. Und zwei Stühle. So, habe ich die jetzt? Furniture, zwei Stühle, ja. Und jetzt könnte ich mir theoretisch, ich hole mir jetzt noch diese Küche. Jetzt haben wir noch 978 Euro und jetzt gehen wir mal zurück. Und können jetzt diese Küche hier noch mit hinstellen. Damit dann hier noch mehr Sachen reinkommen können. Ja, das habt ihr nicht gesehen, sorry Leute, aber auf jeden Fall stellen wir das jetzt hier mal hin. Die steht auch auf einem Eimer. Die sind falsch rum. So. Jetzt werde ich die noch hier so. Nee, oder? Ich würde sagen, machen wir die so, dass man dann auch noch da hinten hinkommt. Ja, dass man hier noch so hinkommt und dann das hier reinmachen kann. Ah, auf jeden Fall ist hier eine Besucherin. Cool. Ist auf jeden Fall cool. Aber jetzt werde ich den erstmal. Wow, ich gebe der schön hier das Essen. Guckt mal, die ist voll schön. Außer, dass sie ein bisschen dick ist. Aber sowas sagt man einfach eigentlich nicht. Aber ja. Es ist ja nur ein Spiel. Auf jeden Fall mache ich das hier mal zu, damit ich wieder Platz habe. Und eigentlich müsste ich doch das jetzt hier reinmachen können. Ach so, hier. Wir können das auch in die zweite Spüle tun. Deswegen können wir jetzt halt viele Sachen wegräumen, weil es sehr viel Platz ist. Und ja. Wenn viel Platz ist, dann ist das gut. Auf jeden Fall können wir hier wieder was reintun. Jetzt kommt das nächste hier. Das können wir hier auch reintun. Und dann hole ich mal den Teller hier noch ab. Und gleich stellen wir dann noch die Stühle hin und den einen Tisch, den ich da geholt habe. Auf jeden Fall. Und jetzt machen wir das hier rein. Nehmen seine Bestellung auf. Und hier ist noch eins, das kann ich schnell wegräumen. Da hinten. So.
nehme ich seine Bestellung auf. Gut. Goodie. Und jetzt können wir erstmal. Was ist das? Achso, ich habe mich gerade gewundert. Ich dachte gerade, hä? Was sucht denn das am Inventar und was soll das bedeuten? Ja, auf jeden Fall. Schon komisch. Auf jeden Fall hole ich jetzt hier mal ein paar Sachen. Und zwar ja, wie gesagt, den einen Stuhl, den stellen wir hier hin. Drehen den jetzt um. Der kommt hier hin. Und zack, jetzt haben wir das. Und jetzt können wir hier noch den einen Stuhl hinstellen. Und noch einen Tisch hier hin. Jep. Und jetzt so, fertig. Jetzt können wir das hier zumachen. Die Leute können hier mal reinkommen, alle. So, bitte einmal reinkommen. So, jetzt setzen Sie sich hier alle hin. Ich nehme mal die Bestellungen auf. Einmal Sie bitte, einmal Sie und einmal so. Mache ich das hier schnell rein. Und jetzt helfe ich dem Kellner hier mal ein bisschen. Und zwar müsste ich hier die ganzen Sachen reinmachen. Dann kann der sich darum kümmern. Auf jeden Fall helfe ich den hier ein bisschen. Und jetzt hier noch. Das kann ich hier reinmachen. Und das hat jemand bestellt. Das kann ich jetzt jemandem geben. Da hinten. Auf jeden Fall lasse ich sie jetzt ihre Bestellung aufnehmen. Der kann sich hier noch hinsetzen. Bestellung, Bestellung. Die wollen sie alle hier was bestellen. Das geht doch gar nicht. Auf jeden Fall mache ich mal kurz den Tisch hier frei. Und helfe dem Kellner mal kurz, weil ich glaube, wir brauchen noch mehr Küchen. Die werde ich dann aber ein bisschen weiter weg machen. Dann muss er zwar ein bisschen weiter laufen, der Kellner, aber das ist kein Problem. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video. Und ja, das machen wir auf jeden Fall weiter. Und es gibt natürlich auch mehrere Teile. Es wird natürlich auch mehrere Teile noch davon geben. Denn in einer Folge werde ich das nicht schaffen. Das ist einfach zu schwer, um das zu schaffen. Und wir sind auf jeden Fall bei Level 2. Für die erste Folge ist schon mal gut. Dann sind wir wahrscheinlich in der zweiten Folge dann bis dahin schon vierte. Und ja, keine Ahnung, wie viele Folgen es gibt. Aber egal wie viele, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal hier die Bestellungen aufnehmen für alle Leute hier. Bringe ich ihr das und hole ich mal die dreckige Teller in die Küche. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, jetzt geht's weiter. Irgendwie war unser Kellner hier gerade, der war irgendwie hier. Bei der Frau hier so. Und nachdem man so, als wenn sie sich so lieben. Aber die haben sich nicht geliebt. Und zwar ist er nämlich hängen geblieben hier. Bei diesem Stuhl und kam da nicht mehr raus. Das war das Problem. Und ja, jetzt machen wir auf jeden Fall weiter. Auf jeden Fall bringen wir jetzt noch den Teller, warte, ich hake gerade. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Aber auf jeden Fall die Streifen haken auch gerade. Hab auch gerade nicht so gutes WLAN, also ja. Ich werde mich mal kurz hier drum kümmern und jetzt müsste es eigentlich wieder besser gehen. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall besser und unser Kellner ist einfach schon Level 8 und wir sind gerade mal Level 2. Wow. Nehme ich hier mal die Bestellung auf und ich hole jetzt und so haben wir nämlich jetzt ganz viel Geld und deswegen können wir uns jetzt hier noch einen davon holen. Und davon. Jetzt haben wir hier zwei. Einmal den David und einmal den Bob. Der ist jetzt Level 1, aber ist kein Problem. Müssen wir wenigstens nicht alles allein machen. Und das ist der Preston und das ist Jack. Okay, gut. Und wir schauen mal. Es gibt noch Josh, Sam und Stan. Was gibt's denn noch hier? Wir können es erst ab Level 3 unlocken und ich muss mal schauen. Flu können wir uns noch nicht holen. Ein Shop. Und jetzt habe ich mich wieder zurück teleportiert. Auf jeden Fall holen wir jetzt hier nochmal die Bestellungen ab und dann ist es auch gleich wieder das Video vorbei. Und ja, ich sag schon mal
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann könnt ihr das gerne machen, wenn ihr wollt. Und ja, aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich bis zur nächsten Folge. Und ciao!